Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Wieder mal ein Ratgeber. Und zwar geht es um dieses Buch hier aus dem Humboldt Verlag. Das ist Mein wunderbares, wütendes Kind, warum starke Gefühle auch gut sind und wie wir Wutanfälle gemeinsam überstehen. Weil das ist, glaube ich, so das größte Thema und wozu wir am meisten lesen und uns beschäftigen, sind die Wutanfälle bei unseren Kindern. Weil sie uns selbst natürlich extrem belasten, aber wir auch wissen, dass sie für unsere Kinder ab einem gewissen Stadium irgendwo auch belastend sein können und wir es einfach verstehen wollen und liebevoll begleiten wollen. Und deswegen habe ich mir jetzt nochmal dieses Buch rausgesucht und möchte euch das ein bisschen näher vorstellen. In dem Buch habt ihr auch Erfahrungsberichte von Eltern, was ich immer sehr schön finde, gekoppelt mit Expertentipps, die das Ganze dann so ein bisschen untermauern. Und es geht halt darum, woher kommt die Wut? Natürlich zum einen, weil das hilft uns besser zu verstehen und dann auch geduldiger, empathischer zu sein. Das große Thema, wie reagiere ich natürlich? Und wie kann ich mein Kind auf Dauer von der Wut auch bewahren? Und da war am Anfang gleich so eine schöne Stelle, die wollte ich euch gerne mal vorlesen. Es ist ein Tabuthema, öffentlich darüber zu reden, dass Kinder anstrengend sein können und sie zu erziehen selten entspannt ist. Die Realität sieht aber so aus. Kinder zu erziehen ist eine große Herausforderung, selbst dann, wenn die Kinder gesund sind. Die Idealisierung und Romantisierung des Familienlebens steigert den Druck zusätzlich, was letztlich zu noch mehr Stress und im schlimmsten Fall gar zu Erkrankungen führen kann. Fand ich super schön und da habt ihr mal so einen Einblick, in welche Richtung auch das Buch so ein bisschen geht. Ziel des Buches ist es, die Eltern natürlich zu stärken für diese Situation, in diesen Situationen, aber auch die Verbindung zu den Kindern zu fördern, zu einer kraftvollen, liebevollen Beziehung zueinander. Und da war auch so ein schönes Zitat, Gefühle sind nie falsch und daher immer erlaubt, auch die Wut. Und dann wollte ich euch gerne noch was vorlesen, denn es ist immer gut, Situationen, in denen dann so ein Wutanfall war, einfach für sich zu reflektieren. Wo kam das her? Wie ist das jetzt entstanden? Wie habe ich reagiert? Wie hätte ich vielleicht besser reagieren können? Und da gibt es hier einen Tipp, einen typischen Wutanfall beschreiben. Es kann sehr hilfreich sein, einen typischen Wutanfall des Kindes einmal zu beschreiben, da so erkennbar wird, wo man eingreifen und etwas verändern kann. Beobachten Sie dabei die Reaktionen des Kindes und schreiben Sie diese am besten auf. Hilfreich können dabei folgende Fragen sein. Was geschah vor dem Wutanfall? Wie erlebte ich das Kind während des Wutanfalls? Wann war der Ausbruch am heftigsten? Was geschah dann? Wann klang die Wut wieder ab? In welchen Momenten gelingt es möglicherweise am besten, einen Wutanfall zu unterbrechen oder gar zu beenden? Warum gerade dann? Und wie kann ich dem Kind helfen, sich auf etwas anderes zu konzentrieren? Das Buch ist wirklich sehr detailliert, sehr aufschlussreich, sehr praxisnah. Man fühlt sich verstanden, aufgehoben, zu keinem Zeitpunkt natürlich verurteilt. Das Buch macht Mut. Es motiviert, es inspiriert und ich kann es tatsächlich zu diesem Thema sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist auch nicht allzu dick. Ich gucke gleich mal. Es sind genau 200 Seiten. Das heißt, es ist auch etwas, was man zügig durchgelesen hat, wo man sich jetzt nicht erstmal durch 500 Seiten ackern muss. Und ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox. Schaut es euch gerne mal an. Und ihr könnt jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Ratgeber ihr zu diesem Thema empfehlen könnt. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!